und Ute Busch. Und Steffen Franke steht schon mit der Auszeit. Skat, ich wollte gerade fragen, die Mannschaft scheint den Faden zu verlieren, die Gegner kommen ran. Das, was euch so oft passiert ist im letzten Jahr, dass das Spiel zu kippen droht, das scheint hier auch zu drohen. Was kann man als Trainer jetzt machen? Was würdest du als Trainerin da jetzt machen? Ich glaube, ich würde mir meinen Mittelmann einmal zur Seite holen und ihm versuchen zu sagen, dass er ein bisschen Ruhe reinbringen soll. Und wenn das nicht hilft, dann muss eben die Auszeit her. So, der Mittelmann kommt gerade wieder aufs Feld, Theresa Meissner. Und da haben sie sich schön durchgesetzt und wieder halb hoch, wieder gehalten und der Konter von Doberan läuft. Aber ein schlechter Pass holt sie sich noch. Und aus dem Winkel trotzdem Anke Lehmann mit ihrem vierten Treffer, der Anschlusstreffer, 23-22 und jetzt Auszeit genommen von Grünwald Schwerin. So, eine Auszeit. Wir haben ein wenig gelauscht bei den Schwerinerinnen. Steffen meinte dasselbe, wie du sagtest, eigentlich Ruhe bewahren. Und er sagte, mit einfachen Mitteln spielen. Ist das Rezept, mit dem Schwerin die Sicherheit zurückbekommt? Weil die Nervosität nimmt doch zu, die wir am Anfang des Spiels schon mal hatten. Von einer Mannschaft, die so zusammengespielt eine katastrophale letzte Saison erlebte. Ja, also das ist am einfachsten, weil... Wenn sie da mit schwierigen Sachen anfangen, die sind ja in der Regel sowieso schon ein bisschen komplizierter, wenn sie da, da bringen sie keine Ruhe mit rein, verunsichert sie vielleicht noch, wenn der ein oder andere Ball dann auch weggeht. Also insofern Kreuzen, Parallelstoß, die einfachen Varianten. Und jetzt Stürmer faul entschieden und der Konter läuft und abgepfiffen. Zwei Spielerinnen liegen da am Boden. Katrin Hilger ist es von Schweriner Seite. Und Franziska Rogard beim Doberaner SV. Wie ich höre, du hast einen eigenen Fanclub mitgebracht. Ja, Harry. Überall bekannt. Das war jetzt das freie Ausspielen auf den Außen, das einfache Mittel, was angesprochen wurde? Ja, gut, der Parallelstoß, leider nicht reingegangen, aber war an sich eine gute Sache, was sie da gespielt haben. Gut, dann jetzt machen wir uns warm für die letzten 6,5 Minuten in diesem spannenden Spiel 23-22. Nach der Halbzeit von 14-8, also 6 Tore Vorsprung, haben wir gedacht, das wird eine relativ sichere Sache. Wie konnte das jetzt passieren, dass man sich Schwerin die Sicherheit wieder abgibt? Ja, sie haben das Tempo hochgehalten. Sicherlich auf der einen Seite nicht schlecht, aber vielleicht wären sie besser beraten gewesen, hätten sie ein bisschen langsamer gespielt, den Ball oder ihren Angriff bis zum Zeitspiel auszureizen und dann den Torabschluss zu suchen. Und dann eben diese einfachen Mittel und nicht komplizierte Sachen zu spielen. Ja, er beschwert sich gerade, der Torwart ist draußen, was heißt das? Heißt nach den neuen Regeln überhaupt nichts mehr. Darf sie nach den neuen Regeln, sonst letztes Jahr war es ja noch eine rote Karte, sobald der Torwart rauskommt und sie irgendwie berührt. Aber dies Jahr nicht mehr.
Cool, soweit zur Regelkunde, dann wollen wir mal hören, was der Doraner Trainer seinen Mädels noch mitgibt. So, das war mal eine Halbzeitansprache der etwas anderen Art. Wir sind es von Steffen ja gewöhnt, wie ein Dirigent in der Mitte um ihn herum seine Spielerinnen gibt die ganz klare Anweisung. Das war sehr, sehr ruhig und es wurde viel unter den Spielerinnen gesprochen. Was ist für dich so die bessere Variante? Ich glaube von beiden etwas. Wenn dann die Älteren, gerade die mit mehr Erfahrung, das Wort ergreifen, glaube ich, bringt das nochmal ein bisschen mehr Ruhe rein. Und finde ich auch ganz wichtig, dass da nicht nur der Trainer das Sagen hat. Ja, jetzt der Sprungwurf von Claudia Struppe. Abgefangen von Laura Fischer. Und jetzt wollen wir mal gucken, was diese einfachen Mittel bewirken jetzt. Positionsangriff heißt jetzt was genau? Jeder Spieler geht auf seiner Position, handelt von dieser Position aus, klar mit Kreuzung, dass dann auch die Position gewechselt wird, dass dann aber nicht auf einer Position dann zwei Leute stehen, das macht dann keinen Sinn. Es war eine schöne Finte jetzt von Juliane Schiller mit zu ihrem vierten Tor, 24 zu 22. Können Sie Marien wieder ein Tor absetzen? Und der Konter vom Torwart direkt die Torhüterin von Doberan raus. Und das ist das sicher ins leere Tor geworfen, 25 zu 22. Was hat die Torhüterin da draußen zu suchen? Na, sie hat jetzt auf den langen Pass spekuliert und gehofft, dass sie den abfangen kann. Na, Laura hat es rechtzeitig gesehen und hat dann über sie rüber gespielt und Biene ist dann auch gut weitergelaufen. Ja, solche Bälle, sind das die Genickbrüche in einem Spiel, gerade in dieser Phase jetzt? Ich weiß, also ich halte erstmal nichts davon, wenn der Torhüter rausläuft. Aber wenn es eine sichere Sache ist, warum soll er es nicht probieren? Und blind gespielt, Theresia Meissner. 26 zu 22. Und plötzlich scheint es wieder zu funktionieren. Dieses Phänomen hatten wir gestern schon mal. Der Trainer nimmt eine Auszeit und die andere Mannschaft schlägt Profit davon. Wie kann sowas sein? Ja, vielleicht hat sich die andere Mannschaft jetzt, in dem Fall unsere Mädels, haben sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, haben zwei Bälle abgefangen und die anderen zeigen das ja auch ein bisschen, dass sie dann schon ein bisschen deprimiert sind und den Glauben an sich vielleicht auch ein bisschen verloren haben schon. Schrittfehler wurde jetzt, glaube ich, gepfiffen. Da war der schnelle Konter wieder weg. Und jetzt gibt es Freiwurf für Doberan. Hast du das schon mal erlebt, deine eigene Auszeit, die so gegen dich läuft? Leider noch nicht. Also, das ist, oder, ja, nee, was heißt leider? Also, gut für mich. In der Regel hat es danach gefruchtet. Und jetzt gibt es erneut 2 Minuten. Gegen Theresia Meissner, ihre zweite in diesem Spiel. Sie schüttelt nur den Kopf. Scheint nicht ganz einverstanden mit der Entscheidung. Ich habe das auch ein bisschen anders gesehen. Nun gut, manchmal aus einer anderen Perspektive sieht es dann noch wieder anders aus. Und Claudia Struppe mit dem Sprungwurf scheitert halb hoch an Laura Fischer. Es bewahrheitet sich immer wieder. Man hört sowas ja öfter mal von verschiedensten Sportarten, das und das sollte man nicht tun, aber ich habe selten so sehr im Exemplar gesehen, wie recht man damit haben kann. Ja,
das stimmt. Da passt es dann wahrscheinlich nicht so richtig mit dem Ball oder wie auch immer. Ah, Julia Harder noch ohne Tor in diesem Spiel. Das klappt heute bei ihr einfach nicht. Aber neu im Team. Seit einer Woche erst bei Grün-Weiß Schwerin. Das braucht wahrscheinlich ein bisschen. Hast du das aber schon mal gemacht? Weil, naja, gut, da du immer im selben Verein warst. Aber so einmal eine Woche im neuen Team ist wahrscheinlich schwierig, sich einzuarbeiten mit dem Team. Klar, da stimmen die Abläufe noch gar nicht, die Laufwege, das kommt noch alles. Und ich habe damals mit ihr in der Landesauswahl gespielt und ich denke mal, das wird noch. Ja, man hat öfter mal das Wort Landesauswahl, Juliane Schiller, 27, 22, sie macht, würde ich sagen, den Deckel jetzt drauf, so 2 Minuten 10 vor dem Ende. Landesauswahl, was genau spielt man da und wo steht Mecklenburg-Vorpommern da? Ja, erstmal sind das die beste Spielerin des Jahrgangs aus dem Verein in Mecklenburg-Vorpommern und spielt dann gegen die anderen Bundesländer mit dem gleichen Jahrgang. Und ja, Mecklenburg-Vorpommern war all die Jahre nicht so gut dabei. Ich weiß, der 88er-Jahrgang, der war damals beim Männerpokal, hat da gewonnen. Das war noch eine gute Truppe, aber dann danach wurde es immer schwächer. Katrin Hilger jetzt mit dem fünften Treffer in dieser Partie 28-22. Ja, was muss man tun, damit es besser wird in Mecklenburg? Schwierig. Also die Nachwuchsarbeit ist ja in den Vereinen nicht schlecht. Nur, also aus meiner Sicht war damals viel zu wenig Training, dass man eben diese Abläufe, gerade angesprochen, trainiert und sich da mal besser reinfindet. Claudia Struppe mit ihrem achten Treffer, 28-23, auf geht's in die letzte Minute. Und das sieht gut aus für Grün-Weiß-Schwerin. Eine Minute noch zu spielen. Und man führt hier mit 5 Treffern. Und Juliane Schiller, Treffer Nummer 6, 29-23. Hast du mal Anstrebungen, später Trainer zu werden? Ja, doch schon. Also ich würde meinen Sport schon gerne zum Beruf machen. Ich würde aber allerdings mehr in die Richtung dann des Lehrers und eben Trainer, zum Beispiel am Sportgymnasium, in die Richtung wollte ich gerne. Ja, das spricht er dann dafür. Viel Pädagogik mit bei. Umgang mit Menschen, kommst gut mit Menschen klar, ja? Ja, also doch eigentlich schon. Und da belohnt sie sich 4 Sekunden vor dem Ende für die starken Bemühungen. Doppelpass, du hast es angesprochen. 30-23. Da ist die Freude groß bei Grün-Weiß-Schwerin. Der erste Sieg in der MV-Liga ist geschafft. Ich bedanke mich bei Wendy Künzel für den netten Kommentar in der zweiten Halbzeit. Vielen Dank, dass du da warst. Und wir lassen jetzt noch ein bisschen die Eindrücke wirken von Grün-Weiß-Schwerin und freuen uns gleich auf dein Spiel, wenn es heißt Grün-Weiß-Schwerin 1 gegen MTV Alt-Landsberg 2. Viel Glück!